Das Stadtgespräch mit Jörg van Hofen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Stadtgespräch. Ein 18-Jähriger hat am 22. Juli vor dem Olympia-Einkaufszentrum Menschen erschossen und sich dann selber gerichtet. Zu dieser Zeit waren unzählig viele Leute in der Gegend, haben den Opfern versucht zu helfen, haben ihre Liebsten quasi vor ihren Augen verloren, Freunde verloren. Und was dann ganz wichtig ist, ist, dass sehr schnell Hilfe eintrifft. Jetzt nicht nur von der Polizei, um die Gefahr für Leben zu beheben, sondern eben auch den Menschen zu helfen, psychisch auch zu helfen, die in einer Extremsituation sind. Und da habe ich heute drei sehr kompetente Gäste eingeladen, die sich ganz speziell um dieses Thema kümmern und auch an dem Wochenende, als diese schreckliche Tat hier bei uns in München passiert ist, zur Stelle waren. Ich begrüße ganz herzlich Martin Irlinger. Herr Irlinger ist vom Kriseninterventionsteam. Herzlich willkommen. Und ich begrüße Alexander Fischhold. Er leitet, er ist Leiter der katholischen Telefonseelsorge. Herzlich willkommen. Und dann begrüße ich Tobias Rilling. Er leitet das Johanniterzentrum für trauernde Kinder in München. Herr Irlinger, wie wird man, wenn man für das Kriseninterventionsteam arbeitet, wie wird man, wenn eine solche Katastrophe passiert, wie am Olympia-Einkaufszentrum, informiert und wie sammeln Sie dann Ihre Kräfte und wie gehen Sie dann zu dem Tatort? Primär haben wir in München permanenten ersten Dienst besetzt, der wird über die Leitstelle alarmiert. Und wir haben auch so einen Bereitschaftskoordinator und wenn der sieht, dass es eine größere Schadenslage ist, dann schickt er an alle KIT-Mitarbeiter eine SMS, wo kurz drin steht, was der Sachverhalt ist, mit der Bitte, sich telefonisch zu melden oder per SMS. Danach haben wir uns alle beim ASB in der Adi-Meislinger Straße getroffen, hatten eine Krisenbesprechung, haben Teams aufgeteilt. Am Anfang war ja nicht klar, ist es nur am Olympia-Einkaufszentrum. Es waren ja drei Stellen angegeben, auch noch der Stachus, Arnulfstraße. Wir haben dann Teams gebildet, die dann vor Ort fahren. Sie sind dann zum Olympia-Einkaufszentrum gefahren? Ich bin dann auch zum Olympia-Einkaufszentrum gefahren, so ein bisschen zeitversetzt, wie sich dann herausgestellt hat, dass sehr viele Augenzeugen bei dem bei der Zeugensammelstelle zusammenkommen und dass da unbedingt noch ein Team vonnöten ist. Und da bin ich dann hingefahren. Wie geht man an eine solche Situation ran? Also wie erkennt man die Menschen, die Hilfe brauchen und wie nähert man sich ihnen? Also es ist ein gravierender Unterschied. Normal, wenn wir Krisenintervention machen, dann haben wir einen sehr überschaubaren Rahmen. Wie viele Menschen haben wir da oft? Das sind die Familie oder Augenzeugen. Das sind dann vielleicht maximal 10, 15 Personen. Wie wir da vor Ort gekommen sind mit einem Team, wo wir auch tolle Unterstützung hatten von anderen Einheiten. Die Bergwacht war da zum Beispiel dabei, hat auch ein Fahrzeug gestellt, dass wir mit Blaulicht hinkommen. Da waren dann auf einmal 250 Personen und da ist wichtig, sich erstmal einen Überblick zu schaffen. Wer ist hier vor Ort der Ansprechpartner? Es war dann sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Dann bin ich einfach mal durch die Reihen gegangen, habe mal gesichtet, habe mir mal ein Bild gemacht. Wie ist die Lage? Wo braucht es was? Man muss sich erstmal orientieren. Manche haben wirklich nur einen Knall gehört. Andere waren einfach in der Panik dabei, sind mitgelaufen, haben gar nichts so mitbekommen erstmal. Und andere sind wirklich daneben gestanden, wie ein Mensch erschossen worden ist. Also wirklich daneben. Die waren noch auch blutverspritzt. Und das sind natürlich die primären Fälle, wo wir uns dann gleich gezielt drum kümmern. Aber am Anfang erstmal ein Bild der Lage machen und dann die Kollegen einteilen so ein bisschen. Lassen die Leute denn eigentlich Sie dann an sich ran in einem solchen Moment? Weil man ist ja mit Menschen vom KIT auch nicht vertraut. Also man weiß ja gar nicht, wer kommt da plötzlich und will einem helfen. Ja, wichtig ist mir und auch meinen Kolleginnen und Kollegen, dass wir unsere Hilfe nicht überstülpen. Dass wir hingehen, so bumm, hier ist das KIT, du musst jetzt hier Betreuung bekommen, sondern dass es ein Angebot ist. Ich sehe die Menschen, ich spreche sie an, ich stelle mich vor, ich sage, dass ich jetzt für sie da bin.
und guckt dann einfach, was die jetzt brauchen. Oft sind es banale Dinge, wie so zwei Mädels, die irgendwie ihr Handy verloren haben und wollten einfach nur Kontakt zur Mutter aufnehmen und waren total durch den Wind, was ja auch verständlich ist, und da die Kommunikation herstellen. Ab welchem Punkt haben denn dann bei Ihnen, bei der Telefonseelsorge, die Telefone geklingelt? Also bei der Telefonseelsorge läuten die Telefone ja... Zu diesem Thema. Genau. In der Regel ja immer, und es war auch am Freitag schon so, dass mit meinen Kollegen gesprochen hatte. Ich selber war noch gar nicht in München zu dem Zeitpunkt, aber ich habe mich rückversichert und es waren am Freitagabend schon Gespräche am Telefon zu dem Thema von Menschen, die Angst hatten, die natürlich ihre Sorge irgendwie da ausgedrückt haben. Wir hatten dann allerdings am Sonntag nochmal Kontakt miteinander, also mit der Einsatzleitung vom KIT, und wo derjenige, der die Einsatzleitung hatte, gesagt hat, bei uns, wir haben immer mehr telefonische Anfragen und wir können das nicht mehr bedienen. Und da war die Idee da, dass wir eine extra Hotline nochmal zusätzlich schalten, was wir dann eben am Sonntag im Laufe des Tages gemacht haben, eine Hotline zu schalten für Menschen, die von diesem Amoklauf in irgendeiner Weise betroffen waren, somit dem Hintergrund, dass die erstens gut durchkommen und nicht durch auch bundesweite Telefonate belegt werden und einfach gezielt jemanden erreichen können, der auch psychotraumatologisch nochmal speziell geschult ist. Und das ging dann am Sonntag los. Und da ging es richtig flott los. Also das war ja auch spannend, weil so eine Erfahrung hatten wir auch nicht. Und die Polizei München hat dann die Nummer von unserer Hotline getwittert im Laufe des Sonntag späten Nachmittags. Und 20 Minuten später ist es rund gegangen. Da haben richtig viele Leute dann angerufen. Wo kriegen Sie dann zusätzlich Leute her? Sie, wenn Sie diese Hotline geschaltet haben, dann waren da plötzlich wie viele Leute mehr? Also wir sind am Sonntag dann zu zweit erstmal ans Telefon gegangen und dann Montag, Dienstag waren wir 5, 6 Leute immer zusätzlich nochmal am Telefon zu den Zweien, die ohnehin schon da sind. Wir arbeiten mit hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das heißt, wir haben so eine Gruppe an Menschen, die auch nochmal extra geschult sind. Das haben wir im Vorfeld schon gemacht für diesen Bereich. Und die habe ich auch über SMS verständigt. Da gibt es ja so Möglichkeiten, die anzufragen. Und die Bereitschaft war sehr hoch, da zu unterstützen und reinzukommen. Wie lang kann man sich denn dann mit Ihnen am Telefon überhaupt unterhalten? Also ich sage jetzt erstmal so lange, wie es einem gut tut. Und das ist bei vielen Menschen oft gar nicht so lange. Was wir gemacht haben am Telefon ist, wir waren ja jetzt nicht so in der Akutphase wie ihr da unterwegs, sondern also nach 2 Tagen, wo die Menschen gemerkt haben, bei mir verändert sich was. Ich schlafe schlecht, ich bin sehr unruhig. Am Sonntagabend war viel Thema, kann ich am Montag in die Arbeit gehen zum Beispiel oder kann ich ins OEZ zurückgehen? Und wo die gemerkt haben, na, da ist was verändert. Ja? Und was wir gemacht haben, ist, dass wir denen erstmal zugehört haben, uns die Symptome ein bisschen erzählen haben lassen. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, dass wir die Symptome ein Stück relativieren und sagen, das ist normal, was ihr da erlebt. Ganz viele Menschen, die so eine Situation erlebt haben, denen geht es ganz ähnlich. Das ist so der erste Schritt, weil die Menschen dann nicht das Gefühl haben, sie werden verrückt, sondern merken, das ist wie, mein Beispiel ist immer das, wenn ich auf die heiße Herdplatte fasse und ich kriege eine Brandblase, dann schmerzt das. Und der Schmerz, der dauert halt ein paar Wochen oft oder ein paar Tage. Und bis das abheilt, das vergeht halt nicht so schnell. Und so ist es in dem Bild ähnlich. Wenn ich jetzt so ein Trauma erlebt habe oder in so einem Kontext war, wo so eine traumatische Erfahrung möglich war, dann kann es sein, dass sich dann mit mir in der Seele was festbrennt und dann dauert es halt, bis das ein Stück verheilt. Und so lange schmerzt es auch. Und das ist ein Stück normal und man ist deswegen aber nicht krank. Das ist ein wichtiger Aspekt erstmal. Kann man sagen, dass es eigentlich im Grunde genommen, KIT ist als allererstes da, dann merken Sie das in der Telefonseelsorge. Und Menschen, die dann sozusagen weiter noch Hilfe brauchen, dass sie sich dann um diese Menschen kümmern? Kann man so sagen, ja. Also in der Reihenfolge, ich denke nur, der Zeitfaktor ist eine unterschiedliche Wahrnehmung, je nach Person. Viele Personen, die das erlebt haben vor Ort, werden wahrscheinlich damit fertig werden. Es waren ja doch eine ganze Masse an Menschen da, die das sicherlich nochmal nachgeht. Die werden schon auch, wie Sie es erwähnten, dann auch in Einkaufszentren gehen und sich einfach mal umgucken. Das sind so Reaktionen, die dann natürlich da auch noch nachwehen sind. Aber so wenn die akute Phase der Traumatisierung, der Trauer, was ja ein großer Unterschied ist, beide zu trennen auch und nicht in einen Topf zu werfen, wenn das mal vorbei ist, dann
gibt es dann Erscheinungsformen, die eben Wochen, Monate später immer noch da sind und auftreten. Machen Sie doch für uns mal die Trennung zwischen Traumatisierung und Trauer. Also eine Traumatisierung ist erst einmal ein Prozess, den Menschen durchlaufen, den jeder Mensch durchläuft. Da kann man gar nichts machen. Das ist ein Automatismus aus unserer animalischen Zeit noch her. Mhm. Also entweder totstellen oder eben weglaufen oder Angriff. Und in dem Fall ist es eben ein Rückzug. Und die Bilder, die da kommen, nerven einen und können bis hin eben zu traumatischen Prozessen führen, die eben auch dann psychologisch betreut werden müssen, die einen handlungsunfähig machen. Das ist was anderes wie die Trauer. Die kann dann erst kommen, wenn das Trauma bearbeitet ist. Das Trauma deckelt die Trauer und vorher ist ein Trauerprozess gar nicht möglich, das aufzuarbeiten, dass zum Beispiel der Platz jetzt nach den Ferien, wenn die Schule wieder beginnt, trotzdem frei bleibt. Mhm. Ja. Und das ist nochmal so ein anderes Wahrnehmen, wie jetzt im akuten Fall. Das ist, ja. Zu Ihren Aufgaben hat ja auch gehört, die Hinterbliebenen zu benachrichtigen, dass jemand ermordet wurde. Mhm. Wie machen Sie das? Mir persönlich ist das immer ganz arg. Weil viele Menschen jetzt in dem Fall wussten die Menschen schon davon, dass was passiert ist. Aber dann, wenn wir kommen zusammen mit der Polizei und die Todesnachricht überbringen, so heißt es, dann wird es plötzlich Gewissheit. Das, was so ein ungutes Gefühl war und warten und warten und warten. Und wir müssen ja zusammen oder die Polizei muss ja hundertprozentig sicher sein, dass man auch den richtigen Menschen die Todesnachricht überbringt. Und dann hat es auch vielleicht ein bisschen länger gedauert, als manchen Angehörigen lieb gewesen war. Und, aber das muss sichergestellt sein. Und dann ist es einfach schlimm, jemandem zu sagen, dass sein Liebstes einfach jetzt nicht mehr lebt. Das ist keine schöne Tätigkeit in dem Sinn. Aber Sie sind quasi an die Haustür gegangen und haben da geklingelt? Also ich persönlich in dem Fall nicht, sonst schon im normalen Kit-Einsatz. In dem Fall waren das Kolleginnen und Kollegen, die das gemacht haben. Mhm. Wir hatten an der Einsatzstelle eine Familie, die da gewartet hat und denen haben wir dann an der Einsatzstelle die Todesnachricht überbracht. Wir haben dann noch geschaut, dass da wirklich ein Raum für die ist, wo sie ein bisschen geschützt sind. Es ist ein Zelt aufgebaut worden, wo wir dann auch das Zelt für die alleine hatten. Da kamen doch noch Familienangehörige und wir haben die dann mit ins Zelt begleitet und haben ihnen dann da die Todesnachricht überbracht. Die Toten lagen ja dann da auch auf dem Boden und hatten Handys in den Taschen, die geklingelt haben. Da frage ich mich dann auch, wie geht man dann damit um? Also wenn so ein Handy da klingelt, greift man das auf oder? Man muss sagen, da wo die Zeugensammelstelle war, die war so weit weg von dem Einsatzgeschehen, dass das schon als so gut wie sicher der Platz war. Also wir waren jetzt nicht ganz akut an erster Stelle, wo die Toten noch lagen. Da waren wir vorne nicht. Das war ein sehr, sehr unsicherer Bereich, weil man ja nicht wusste, ist es ein Einzeltäter, sind es mehrere. Und da hat die Polizei einfach das noch sehr, sehr abgeriegelt. Und die ganzen Zeugen waren dann ein bisschen weiter weg, so 250 Meter oder so. Mhm. Jetzt die Menschen, die bei Ihnen angerufen haben, was können die erwarten von so einem Anruf bei der Telefonseelsorge? Also erstmal können die eine Entlastung erwarten, ne? Und ein Stück verstehen, was mit ihnen los ist und dass wir sie ein Stück auch beraten in dem Sinn, was sie jetzt tun können für sich. Also was hilfreich sein könnte jetzt im Umgang mit den Symptomen, die sie entwickelt haben. Des Weiteren, was wir schon gemacht haben, ist einfach auch Kontakte hergestellt haben zu Fachberatungsstellen oder auch noch mit zur Notfallseelsorge oder zur Krisenintervention, wenn es nötig war, dass nochmal jemand vorbeigekommen ist. Aber in erster Linie haben wir das gemacht, was wir sonst auch machen, zuzuhören und ein Stück zu entlasten. Weil die Bilder oder das, was die Menschen erlebt haben, einfach sehr belastend für die waren und die so die Erfahrung machen in ihrem Umkreis, in der Familie, im Freundeskreis, bei Bekannten, da vielleicht gar nicht so ernst genommen zu werden. Wir haben ja jetzt nicht unmittelbar die Familien gehabt, die jemanden verloren haben, weil die waren gut betreut und begleitet, sondern wir haben viele Anrufer gehabt, jetzt, die am Freitagabend in der Stadt München unterwegs waren. Mhm. Viele junge Leute, die in der Stadt München unterwegs waren und dann irgendwo die Nacht oder einige Stunden in Todesangst verbracht haben, weil die nicht mitbekommen haben, dass sich das Ganze
dann als Amoklauf herauskristallisiert hat und es eben keine Terrorbedrohung war, und die vielleicht einige Stunden oder eine ganze Nacht in Todesangst waren. Subjektiv und für die Symptome und für das, wie die Menschen sich fühlen, macht es keinen Unterschied, ob das real war oder ob das eine subjektive Betreuung war. Und was die bei uns erfahren haben, ist zu erleben, dass wir sie ernst nehmen mit dem, wie sie sich fühlen. Und zu sagen, ich fühle mich, als ob ich Todesangst gehabt hätte. Und ich kann dann sagen, ja, du hattest Todesangst, auch wenn die Situation sich im Nachhinein als anders herausgestellt hat. Aber das ist wie mit einem Bankangestellten, der eine Spielzeugwaffe am Kopf hat. Solange der nicht weiß, dass es eine Spielzeugwaffe ist, ist es völlig egal für die Wirkung. Sind Sie dann auch so an dieses Informationsnetz angeschlossen, an das die Polizei angeschlossen ist, damit Sie auch sozusagen aktuelle Informationen an die Anrufer weitergeben können? Es ist jetzt nicht primär unsere Aufgabe. Wir haben schon geschaut, dass wir immer so einigermaßen up-to-date sind. Und es gab einen sehr kurzen Draht jetzt zur Einsatzleitung der psychosozialen Notfallversorgung beim KIT, wo wir uns einfach immer wieder telefonisch auch darüber verständigt hatten. Aber das war gar nicht so das Anliegen. Das war medial eh sehr begleitet und die Polizei hat eine extrem gute Arbeit gemacht, was Informationen angeht. Sodass also für uns wichtig war, wirklich den Leuten ein Ohr zu leihen und die ernst zu nehmen und ein Stück zu überlegen, was können sie jetzt tun und die auch also dahingehend mitzunehmen, zu sagen, naja, bei den meisten Menschen ist es so, dass diese Symptome in der Regel nach 3-5 Tagen deutlich zurückgehen. Mhm. Wenn sie merken, das wird nicht besser, dann melden sie sich auf jeden Fall nochmal, beziehungsweise wir können ihnen jetzt auch schon Anlaufstellen nehmen, wo sie hingehen können und da weiter Unterstützung finden können. Das sind wahrscheinlich Leute, die selber nicht unbedingt direkt betroffen sind, was den Tod eines Angehörigen betrifft. Also das waren jetzt also Augenzeugen, die in Mosach irgendwo unterwegs waren oder am Stachus oder in der Adolfstraße. Mhm. Aber auch Leute, die auch im OEZ drinnen waren, ja, und einfach auch für ein paar Stunden da irgendwo verschanzt waren oder beschützt waren, wie auch immer man das hier sehen mag. Und denen es einfach richtig schlecht ging. Und es war einfach eine große Anzahl. Also wir haben jetzt im Lauf der letzten Woche, wo wir die Hotline laufen hatten, um die 500 Gespräche gehabt, nur zu diesem Thema und nur in diesem Kontext. Und es war schon eine richtig hohe Zahl, die wir so nicht erwartet hatten. Haben Sie ganz konkret Leute, die aus diesen Telefongesprächen dann vielleicht bei Ihnen landen? Das kann ich jetzt noch nicht konkret beantworten. Wir hatten schon Kontakt zu einer Schulpsychologin oder dann eben Betroffene, die eben am Rande waren. Also eine Familie, die jetzt sich auch verschanzt hat im Olympia-Parkhaus, im Auto. Also solche Kontakte schon. Aber in der Regel ist es so, dass es bei uns erst zwei Monate später dann aufschlägt, dass dann die Mechanismen der akuten Phase der Traumaverarbeitung vorbei sind oder bewältigt wurden oder eben schon eine Stelle aufgesucht wurde, um das Trauma zu bearbeiten. Und danach kommt erst zu der Trauer, die Trauerverarbeitung und die Zeit auch des bewussten Trauerabschiednehmen ist zwar jetzt konkret, die Beerdigungen laufen ja noch, sind ja viele auch türkische Mitbürgerinnen da, die betroffen sind und jetzt haben wir ja nochmal auch die Ferienzeit. Aber so, wenn das wieder angeht in der Schule, dann ist es wahrscheinlich schon der Fall, dass dann Menschen sich bei uns melden. Wir haben die Erfahrung leider machen müssen, jetzt auch in Bad Reichenhall, als das Eisdach vor 10 Jahren da eingestürzt ist, dass wir nach einem Dreivierteljahr erst später angefragt wurden, weil eben noch Kinder akut davon betroffen waren. Was passiert denn mit denen, die sich nicht beraten lassen? Also was haben Sie da für Erfahrungen? Die machen das mit sich ab. Das heißt, sie laufen durch die Welt und können das auch vielleicht bewältigen, je nachdem, wie die Mitmenschen reagieren. Aber im Grunde kann eine Trauerverarbeitung gelingen. Wir haben ja das auch alle schon erlebt, jetzt nicht in der Dramatik, aber wir haben ja alle Menschen, die, so ist das nun mal im Leben, dass man auch stirbt und wir haben alle die Erfahrung gemacht, wie das ist, in Trauer zu sein. Und je nachdem, komme ich alleine damit zurecht, es ist wunderbar, habe ich ein funktionierendes Umfeld, wo das aufgefangen wird, wo das mit
akzeptiert wird, wo auch Kindern das Recht an Trauer zugestanden wird, das haben wir häufig einfach nicht. Und die Problematik ist halt die, dass wir die Trauer tabuisieren. Also wir halten sie nicht aus. Und wenn das jetzt nach einem Monat oder nach zwei Monaten die Leute in die Schule kommen und echt Trauer empfinden, haben sie keinen Platz für diese Trauer. Und dann entstehen natürlich so merkwürdige, sag ich mal, Spielchen, dass man die Trauer unterdrückt, weil man merkt, die Umwelt kann damit nicht umgehen. Ja, dann unterdrücke ich sie und das ist auch ein aktiver Part. Da geht mir sehr viel Lebenskraft dann weg, wenn ich Trauer unterdrücke. Und dann kann es irgendwann mal zum Stau kommen. Ich habe hier mal so ein Bild. Lassen Sie uns gleich über dieses Bild reden, was Sie mitgebracht haben. Wenn wir gleich zurückkommen, dann können wir ein sehr interessantes Bild uns anschauen, was Sie quasi aus Ihrer Therapieerfahrung heute einmal mitgebracht haben. Herr Rilling, wir haben uns über die Verarbeitung von Traumata unterhalten und Sie betreuen eben Jugendliche, die ein schreckliches Erlebnis gehabt haben. Und da ist dieses Bild auch bei entstanden, wenn Sie dazu uns was sagen könnten. Dieses Bild hat ein Junge gemacht, 10 Jahre. Und er hat leider erleben müssen, wie der Vater sich verabschiedet hat per Handy. Und ist dann in Indonesien vom Hochhaus gesprungen. Und sein Onkel hat sich mit der Waffe gerichtet. Also das sind schon dramatische und traumatische Erlebnisse. Und der Junge kam zu uns nach einem halben Jahr oder einem Jahr sogar später. Und wir haben ihm einfach mal ein Papier und Stift gegeben und haben gesagt, bitte zeichne doch mal, wie du dich fühlst. Such dir eine Farbe raus. Und dieses Papier entstand dann hier. Und er hat es so gezeichnet, dass die Struktur so viel Kraft drauf gegeben, dass die Struktur sich des Blattes verändert hat und hat es dann zusammengeknüllt und ist dann drauf rumgetrampelt und hat es dann in die Ecke gekickt. Ich habe dann gefragt, ob ich es haben kann, als einfach, weil es ein kräftiges Bild ist. Es zeigt, was für eine Gewalt da drin steckt. Mhm. Und wenn diese Trauer nicht raus darf, diese Verzweiflung nicht einen Ausdruck findet, dann wird das erstmal verdeckelt. Und wenn der Deckel, je nachdem wie stark der hält, kann das irgendwann mal zu stark sein, der Druck, dass das dann rauskommt. Und dann, wenn diese Energie falsch gelenkt rauskommt, spreche ich von Amok. Und das ist so ein typisches Bild, wo eben dann nach dieser traumatischen Zeit die Trauerverarbeitung erst einsetzt und dann auch seinen richtigen Ausdruck finden muss. Und wenn das nicht akzeptiert wird, dann hat es die Trauer schwierig. Und dann hat es auch der Mensch, der nicht trauert, kriegt Probleme. Also Therapie ist ungeheuer wichtig in solchen Fällen. Also ich möchte in dem Zusammenhang nicht von Therapie sprechen, weil Trauerarbeit, also Trauer ist eine Basisemotion. Das ist keine Krankheit, sondern ist ganz normal. Das bekommen wir, wenn wir etwas verlieren, sei es ein Mensch, sei es irgendwie, stellen Sie sich vor, Ihr erstes Auto, als Sie das verkauft haben, da war auch Trauer mit drin. Also das ist natürlich eine ganz andere Couleur, wie jetzt ein Mensch zu verlieren. Aber ich denke, dass die Trauerreaktion ganz natürlich ist. Also ich habe es beobachtet es in letzter Zeit, dass es zunehmend pathologisiert wird, die Trauer. Das muss es aber nicht, sondern es braucht einfach eine Mitmenschlichkeit, es braucht eine Akzeptanz, es braucht ein Verstehen und einen Ausdruck. Ganz im Gegenteil, glaube ich. Also wenn Trauer wirklich Platz kriegt und der Mensch damit heil werden kann oder einfach auch ein Stück das ins Leben integrieren kann, dann ist es eben möglich, dass Menschen eben nicht krank werden daran. Ne? Das ist das, was wir ja eher erleben jetzt in der Telefonseelsorge, in unserem täglichen Geschäft, wo viele Menschen auch anrufen, auch fortgeschrittenen Alters, die unbewältigte Trauererlebnisse jetzt vielleicht aus der Kindheit oder auch noch aus dem Krieg haben, oft verbunden natürlich mit einer traumatischen Erfahrung. Und da ist was unverarbeitet. Und daran werden Menschen dann krank. Aber die Trauer als solches ist keine Krankheit. Und das finde ich einen wichtigen Aspekt. Und da ist der Fokus, glaube ich, ganz wichtig, jetzt einfach zu schauen, dass Menschen diese Trauer oder auch eine traumatische Erfahrung gut verarbeiten können, eben um nicht krank zu werden im Lauf des Lebens. Ja. Und das merken wir gerade, oder das merken wir natürlich auch im Kontext solchen Ereignissen
immer, dass Menschen mit solchen Erfahrungen, die teilweise 40, 60 Jahre alt sind, dann bei uns anrufen wieder und das wieder hochkommt. Ja. Und das ist dann ganz schwer zu fassen und es ist ja auch nicht mehr zu heilen, sondern da kann man nur einen Umgang finden damit, aber es löst sich nicht mehr ganz auf. Ja. Bei der Telefonseelsorge findet das ja anonym statt. Genau. Nicht? Also die kennen ja weder ihren Namen, noch kennen sie den Namen des Anrufers. Mhm. Wie ist das für Sie, wenn dann aufgelegt wird, wissen Sie ja eigentlich auch gar nicht, wie es weitergeht für den, der Sie angerufen hat? Das weiß ich nicht, sondern ich weiß, der geht wieder ins Leben raus und ich bin auch immer in einer hohen Gewissheit, dass Menschen das jetzt 40 Jahre gut geschafft haben und mir möglicherweise einen kleinen Impuls geben können und die werden damit weitergehen, wie sie bislang auch gegangen sind. Und wir haben ja auch viele Anrufer, die dann wieder mal anrufen und dann vielleicht bei mir oder bei einer Kollegin wieder rauskommen und da für sich das nehmen, was sie brauchen. Und das finde ich schon ein Stück auch beruhigend oder auch ein Stück, ja, den Menschen auch die Freiheit zu geben, zu sagen, die können steuern, wie viel die da brauchen. Und die schaffen ihr Leben auch so ohne mich. Also da bin ich in einer großen Beruhigung auch letztendlich, so dass wir einfach Impulse geben können. Wenn man bei Ihnen anruft, können Sie zurückverfolgen, wer angerufen hat? Nee, das können wir nicht. Das ist tatsächlich anonym. Das ist manchmal eine Last, wenn man jemanden am Telefon hat, der sehr akut suizidgefährdet ist. Wo man so das Gefühl hatte, ja, da müsste ich jetzt eigentlich einschreiten oder wäre es gut, irgendwie die Polizei vorbeizuschicken. Aber das ist natürlich auch eine Freiheit, die das gibt. Die Menschen, die wissen das und also solange die mit uns im Kontakt sind, bringt sich niemand um und das ist was Beruhigendes auch. Und dann kriegt halt jemand Zeit, die er braucht, eine Stunde, zwei, drei und wir schauen, dass wir in einen guten Kontakt kommen und dann eine verbindliche Vereinbarung treffen. Mhm. Und es kann sein, dass jemand sich trotzdem das Leben nimmt und wir kriegen es dann aber auch nicht mit, das ist so. Aber wir haben es versucht und das ist so eine Entscheidung. Die Bremer Stadtmusikanten, da ist das Bild so, etwas Besseres als den Tod findest du allemal, glaube ich, heißt da, etwas Besseres als den Tod findest du allemal. Und das ist so die Haltung, die ich versuche, auch meinen Mitarbeitern mitzugeben und zu sagen, schaut, dass ihr das rüberbringt. Ja, und dann bleibt es aber in der Entscheidung eines Anrufers. Und das ist wie bei jedem Psychotherapeuten oder bei jedem Psychiater. Du hast nie die Gewissheit, wenn jemand aus der Tür geht, ob er nicht den Aufzug nach oben nimmt und runterspringt. Das weiß ich nicht. Ja. Wenn wir noch mal über das Kriseninterventionsteam kurz sprechen, wie muss man strukturiert sein, um da überhaupt mitmachen zu können bei Ihrer Arbeit? Man sollte auf jeden Fall einen Rettungsdiensthintergrund haben, dass so ein Einsatzgeschehen, wo man da auch dazugerufen wird, in so einer Akutsituation einem selber nicht traumatisiert. Anders als die Kollegen sind wir vor Ort, kriegen das teilweise auch noch live mit, haben auch wirklich mit Toten zu tun und mit schweren Verkehrsunfällen. Da sollte man das schon gewöhnt sein, wenn man das überhaupt so nennen darf, dass man sich daran gewöhnt, aber es sollte einem selber nicht mehr traumatisieren, dass man handlungsfähig bleibt. Dann sollte man mindestens 25 Jahre alt sein und wirklich da so, dass das einem so ein Herzenswunsch ist, die Menschen in vielleicht ihren schlimmsten, dunkelsten Stunden ein bisschen begleiten zu dürfen. Also ich kann mir vorstellen, wenn man zu so einem Tatort kommt, dass man dann auch voller Adrenalin natürlich ist und helfen will und dann auch hilft. Aber wenn Sie dann nach Hause kommen und sozusagen die Last abfällt, wer hilft dann den Helfern? Das ist eine gute und berechtigte Frage. Habe ich wunderbare Kolleginnen und Kollegen, wo ich weiß, ich könnte in der Nacht um drei, wenn es mir nicht gut geht, anrufen und da wäre jemand da für mich. Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Auf der anderen Seite habe ich ein soziales Umfeld, wo ich mich auch austauschen kann, wo ich auch reden kann drüber. Und es ist ehrenamtlich, wo auch wirklich wichtig ist, selber zu gucken, wenn ich selber einen hohen Stresslevel habe, dass ich dann vielleicht weniger Kittschichten fahre und einfach auf mich achte. Das können Sie dann selber steuern, also dass Sie dann sagen, also in dieser Phase möchte ich bitte nicht jetzt einen Anruf kriegen, oder? Genau, also primär ist es so, dass wir ja einen Dienst haben, der ist in der Regel 24 Stunden, da muss man erreichbar sein, da hat man auch einen Piepser und wie oft ich solche Schichten habe, das kann ich steuern. Und es gab sicherlich mal Situationen in meinem privaten Umfeld, wo ich sage, okay, da hatte ich einen höheren Stresslevel. Aus was für Gründen auch immer und habe gesagt, hey, ich mache jetzt mal 3-4 Monate ein bisschen Pause und das war absolut okay. Ja. Sie
bei Ihnen laufen ja jetzt nicht nur Kinder auf, sondern eben auch Erwachsene. Inwieweit unterscheidet sich die Arbeit, die Sie mit Kindern machen, von denen, die Sie mit Erwachsenen machen? Schon enorm. Mhm. Also Kinder sind ja keine kleinen Erwachsenen, sondern Kinder sind Kinder. Und sie sind natürlich mit ihrer Entwicklung noch am Werden. Ich sage immer das Beispiel mit dem Auto. Wir könnten Zehnjährige auch schon Auto fahren lassen. Also das macht man deswegen nicht, weil sie es technisch nicht schaffen würden. Das würden wir schon hinkriegen mit dem Gaspedal. Aber sie haben keine Vorstellung von Geschwindigkeit, schätzen das falsch ein, haben die ganze Umsicht noch nicht. Sie haben die ganzen Paragraphen und Gesetze, die auf der Straße so an Schildern entgegenkommen. Also das ist eine Fülle, die würde Kinder überfordern. So ähnlich kann man sich das mit der Trauer auch vorstellen. Wir Erwachsenen, wir können das ganz anders einstufen. Wir können das filtern, weil wir haben Erfahrung damit. Wir haben das erlebt, wir haben Vergleiche damit. Das haben Kinder noch nicht. Da kommt es gefühlsmäßig total durch, ohne Filter. Und die Kinder leben im Hier und Jetzt. Und wenn sie das betrifft jetzt, dann denken sie, sie sind die Einzigen, denen es so geht. Und die Kinder nehmen das eben dosiert wahr. Sie springen in die Trauer hinein und auch ganz schnell wieder heraus. Also so ein kleines Beispiel dazu. Die ganze Trauergemeinde ist am Grab versammelt und dann kommt das Kind und im Sarg liegt die Mutter. Und dann hält die ganze Gemeinde die Luft an, wie wird das jetzt werden? Und das Kind reagiert ganz normal, legt die Blumen ab und zieht am Ärmel vom Vater und sagt, wann können wir endlich gehen? Also so dieses Hebelumschwenken ist bei den Kindern ganz normal. Also in die Trauer reinhupfen, wieder raushupfen. Das ist ein Selbstschutz, den die Kinder an den Tag legen, während wir so Berg- und Talfahrten der Trauer durchgehen. Das ist ein ganz anderes Arbeiten. Also deswegen brauchen wir auch ganz andere Räumlichkeiten, pädagogische Ansätze, die wir jetzt im neuen Zentrum zum Beispiel wunderbar bekommen haben. Wir haben einen Toberaum, weil die Trauer kommt auch mit Wut daher. Und da können die Kinder das abreagieren. Das schaut jetzt für einen Außenstehenden nicht so aus, wie wenn das eine Trauergruppe wäre, dass die Kinder da rumboxen. Aber wenn ich weiß, warum die boxen, weil sie sauer sind auf den Papa, der sich das Leben genommen hat, dann ist das natürlich schon eine andere Qualität an Boxen, wie wir das sonst normal kennen. Kommen wir nochmal auf das Drama beim OEZ dazu. Herr Fischold, auf Sie wird das nicht zutreffen, weil wir haben ja gerade gelernt, bei Ihnen läuft es anonym ab, wenn Sie sich mit denen besprechen. Herr Oerlinger, bei Ihnen aber, Sie treffen ja Menschen dort, Sie haben auch Tote gesehen, Sie haben Menschen sterben gesehen. Gehen Sie dann auf Beerdigungen? Nein, ich persönlich nicht. Wenn jetzt einer meiner Kollegen den Wunsch hätte, da mit auf eine Beerdigung zu gehen, wäre das, denke ich, durchaus okay. Ich mache es nicht. Wir machen Erste Hilfe für die Seele. Wir sind eine Brückenfunktion. Wir vermitteln dann weiter. Und wir wissen in der Regel, mit wem wir es zu tun hatten. Jetzt an dem Freitag waren es so viele, dass wir nicht von jedem die Personalien aufgenommen haben. Aber es gibt da auch einen Nachsorgebrief von uns im Normalfall. Aber dann ist es für uns abgeschlossen. Wir vermitteln dann weiter und unser Vorteil ist, dass wir einfach sehr, sehr schnell vor Ort sein können. Wirklich Erste Hilfe für die Seele und dann die Brückenfunktion zu solchen wunderbaren Einrichtungen, die ihr betreut. Mhm. Wenn Sie sich diesen schrecklichen Freitag noch mal vor Augen führen, ist der so abgelaufen, wie Sie es auch trainieren? Und könnten Sie sich vorstellen, dass beim nächsten Mal etwas daraus gelernt sein könnte? Wir hoffen es ja alle nicht, wenn es noch mal, irgend sowas passiert. So eine Großschadenslage, wie es leider im Fachjargon heißt, kann man gerade im Kriseninterventionsbereich gar nicht so hundertprozentig trainieren. Aus meiner Sicht ist es sehr, sehr, sehr gut gelaufen. Die Zusammenarbeit auch mit der Polizei, muss ich wirklich hier nochmal erwähnen, ist sehr, sehr gut gelaufen. Auch mit den anderen Organisationen, die beteiligt waren, sei es Feuerwehr, Rettungsdienst, das ist richtig gut gelaufen. Und wir sind zusammengesessen im Nachgang, gerade mit der Polizei im kleinen Kreis, wo wir hier die Einsatzleitung vor Ort hatten und haben besprochen, was können wir in Zukunft besser machen? Was ist gut gelaufen und wo können wir noch optimieren? Und da sind ganz banale Dinge rausgekommen. Und
Aber im Großen und Ganzen... Zum Beispiel, was ist da rausgekommen? Dass wir uns als Einsatzleiter einfach bei so vielen Menschen deutlicher machen müssen, kennzeichnen, dass man immer weiß, wir sind die Einsatzleiter, dass man nicht erstmal rumfragen muss, wer ist hier die Einsatzleitung. So eine ganz banale Sache. Dass wir auch vielleicht irgendwo ein Megafon im Zugriff haben, dass wir auch regelmäßig die Menschen, die hier warten auf Informationen, auch wenn wir keine neuen Informationen haben, dass wir regelmäßig alle halbe Stunde die Durchsage machen, was ist Stand der Dinge. Solche Sachen sind da rausgekommen. Ja, ja, ja. Wer sich da ungeheuer profiliert hat, ist eben der Polizeisprecher gewesen, der ja, also super. Auch gerade die Presse, überhaupt die Öffentlichkeit muss man in dem Fall haben, immer informiert hat, eben auch gesagt hat, ich weiß im Moment nicht mehr, aber schon sowas ist ja eine Information und man kriegt dann das Gefühl, da kümmert sich auf jeden Fall jemand. Ja. Ich glaube, dieses Kümmern ist, glaube ich, entscheidend auch. Ne? Das Kümmern, das Dasein, dass die Menschen das Gefühl haben, da ist jemand da für sie. Sie sind jetzt körperlich unverletzt und trotzdem haben sie ganz was Schlimmes erlebt. Und wir sehen uns auch da so ein bisschen als Fels in der Brandung für die Menschen, die auch für alle normalen Fragen jetzt für Sie da sind und Ansprechpartner sind und Ihnen auch ein bisschen Halt geben können in so einer Situation. Wie haben Sie es verarbeitet, als das vorbei war? Was sind Sie, weiß es nicht, ist durch den Wald gegangen? Oder? Ich bin um 5.10 Uhr am Morgen im Morgengrauen heimgekommen, hatte das Glück, dass meine Partnerin noch wach war und habe mit ihr reden können. Ja, und dann die nächsten Tage war man so eingebunden, das dauerte jetzt auch vielleicht bei uns bis oder bei mir, bis sich das setzt, bis das Ganze mir bewusst wird. Und es wird ein Teil von meinem Leben, von meiner Vita werden, das Ereignis. Klar. Aber mich traumatisiert es nicht, mich belastet es nicht, aber es ist ein Teil von mir geworden. Ja, ja. Haben Sie bei der Telefonseelsorge auch mal so rekapituliert, was Sie daraus gelernt haben und was man vielleicht verändert oder hat alles wunderbar geklappt? Also da sind wir noch dabei, weil die Hotline lief ja noch bis Sonntagabend. Kann man eigentlich jetzt noch anrufen? Die Hotline-Nummer ist noch geschalten und verweist auf die Telefonseelsorge und auf die Münchner Insel als katholische oder ökumenische Beratungsstelle noch am Marienplatz. Und die Telefonseelsorge ist natürlich erreichbar. 0800 111 0222. Also, genau. Wir haben schon so mal geschaut. Ich glaube, es wäre gut gewesen, wenn wir mit der Krisenhotline schon am Samstag online gegangen wären. Das ist halt auch so ein Lernen, das man hat. Wir haben da keine Erfahrung dazu gehabt. Und trotzdem bin ich froh, dass es so schnell ging. Wir haben ja innerhalb von 2 Stunden das dann geschafft, auch das zu schalten. Und was wir schon gelernt haben, ist, dass wir gerade am Anfang mit ganz vielen Leuten da rangehen müssen. Und dann kann man ziemlich schnell auch wieder reduzieren wahrscheinlich. Aber gerade der erste Sprung, das waren einfach so viele Anrufer, das hätten wir fast nicht geschafft. Und also das war so ein Lernen draus. Genau. Und ja, ansonsten bin ich ganz zufrieden damit. Also ich glaube, wir haben da eine sinnvolle Arbeit gemacht. Wir haben da eine Lücke geschlossen. Und die Menschen einfach ein Stück gestärkt dadurch. Und ganz viele Menschen werden damit gut zurechtkommen, glaube ich jetzt. Und es gibt halt Menschen, die aus welchen Gründen auch immer es nicht so gut verarbeiten. Und da gibt es Anlaufstellen, wie jetzt hier oder an einer anderen Stelle, wo man weiter Hilfe bekommt. Aber da haben wir, glaube ich, eine Lücke geschlossen und das war gut so. Also gerade wenn man noch darüber redet, dass der Effekt, der psychische Effekt, ja vielleicht erst ein paar Wochen oder vielleicht auch Monate später dann zu sehen ist. Wie kommt man zu Ihnen? Woher weiß man, dass es Sie gibt? Wie finden die Leute Sie? Also viele finden uns übers Internet, über Google-Recherche. Also ich kann einmal die Adresse sagen, www.johanniter-lacrima.de. Lacrima mit C, die Träne. Ja. Und wir haben Flyer ausliegen an allen Beratungsstellen, Sozialbürgerhäuser, Bestatter und so weiter. Also da kommt man schon auf uns, denke ich, oder eben auch Telefonbuch. Ja, wie macht man's? Man ruft an und ja. Also was sollte man dann sagen? Also ich könnte mir vorstellen, dass viele dann auch erstmal Probleme haben, überhaupt den ersten Satz rauszubringen. Ja, das ist richtig. Das merke ich aber schon. Also man, wie in der Telefonseelsorge bei euch, ist man da mit der Zeit dann auch drin und geschult und dann merke ich schon,
wenn bei mir das Telefon klingelt, ist es 90% der Fälle, dass ein Schicksal dahinter steht. Mhm. Und da ist es dann schon klar, wenn ich den Hörer abhebe, dann reagiere ich und höre erstmal gar nichts, sondern sage ich erstmal Hallo und steige ein in das Gespräch. Und mit gewissen Know-how kommt man dann schon sehr schnell an die Punkte ran, die einen belasten. Mhm. Was ja auch deutlich spürbar ist, also die Leute, die bei mir immer anrufen, das dauert ungefähr so eine Dreiviertelstunde bis Stunde, bis ich mich da einhöre in diese ganze Geschichte, was passiert ist. Die danken mir immer am Schluss für das nette Gespräch, dabei war es eigentlich nur ein Monolog. Und dann vereinbaren wir eben einen Termin, wo die mit den die Erwachsenen mit den Kindern kommen können. Und dann geht das Prozedere so los, dass die einsteigen bei Lacrima. Ich muss sagen, dass es eigentlich eine sehr beruhigende Situation ist. Also wenn man auf der einen Seite sie vom Kit hat, die sozusagen direkt vor Ort sind, und dass man dann über die Telefonseelsorge dann auch zu ihnen, zu den Johannitern kommt und das dann eben auch ein bisschen länger sich betreuen lassen kann, dann hat man doch wirklich das Gefühl, dass es hier in der Stadt eine Kette gibt, die sehr viel Sinn macht. Und an dieser Stelle bleibt mir eigentlich nur übrig, Ihnen für Ihre Arbeit zu danken, denn das war natürlich an diesem Wochenende, an dem 22. Juli, ein ganz spezielles Wochenende und wahrscheinlich auch für Sie, eben, wie Sie auch eben gesagt haben, etwas, was Sie Ihr Leben lang jetzt auch mit sich rumtragen, wie wir alle wahrscheinlich. Ich danke Ihnen zu Hause für Ihr Interesse. Bleiben Sie dran, das Programm bleibt weiter interessant. Dankeschön. Das war das Stadtgespräch mit Jörg van Hoven.